Am Spiel hat mir alles gut gefallen. Wir waren aggressiv, wir haben gut gepresst, wir haben gut gespielt, wir haben zwei Tore geschossen. Das, was natürlich bitter war, dass die mit einem Schuss eigentlich zwei Tore geschossen haben. Das ist das Einzige, was hätte nicht passieren dürfen an diesem Tag. Aber sonst im Großen und Ganzen absolut zufrieden. Ich denke, dass wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Vom Einsatz, vom Kämpferischen, vom Spielerischen auch vor allem. Wir haben das erste Mal richtig gut auf Ballbesitz gespielt. Ein sehr gutes Gegenpressing gespielt und ja, das können wir mitnehmen für das nächste Spiel. Was wir verbessern müssen, ist noch zielstrebiger vorne eben aufs Tor zu gehen, unsere Chancenverwertung vielleicht und zu Null zu spielen und dann schaut es ganz gut aus. Man muss es schon erstmal ein, zwei Tage aufarbeiten und auch verarbeiten. Man schaut sich ja die Szenen an. Und wenn man dann, wie kurz vor Schluss bei Michael Gadowski sieht, dass er noch das 3-2 auf dem Fuß hat, ja, das tut dann nochmal ein bisschen weh. Aber sonst ist das Ding abgehackt und es geht weiter. Weil das können wir sowieso nicht rückgängig machen. Wir müssen uns immer auf die nächste Aufgabe konzentrieren und das tun wir. Ja, auf jeden Fall, ist ja alles ganz locker. Läuft super für mich persönlich, für die Mannschaft auch. Und ja, ist eine lustige Truppe. Ist alles gut. Ich denke, das ist eine spielerisch gute Mannschaft. Bisschen zum Vergleich BVB 2, denke ich mal, relativ ähnlich in den letzten Jahren gewesen. Was natürlich ein bisschen der Unterschied gerade ist, dass einige Profis, denke ich, runterkommen. Und dass das natürlich dann ein bisschen schwieriger wird, weil da dann die Erfahrung dazu kommt, die vielleicht in einigen Spielen normalerweise so eine Amateurmannschaft fehlt. Ja, und sonst ja, taktisch gut ausgebildet, mit einem klaren Konzept und es wird ein sehr schweres Spiel. Die spielen seit Wochen sehr stabil, kriegen ganz wenig Gegentore. Ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass sie im Moment fast eine Bundesliga-Viererkette haben. Da spielen, glaube ich, aus vier Abwehrspielern drei, die alle Bundesliga-Einsätze, was heißt Einsätze, Spiele, 170, 150. Und daher sind sie sehr stabil. Sind sie auch sehr gut, da müssen wir halt durch. Ich hatte es letztes Jahr oft genug, sag ich mal, zu Hause in Dortmund. Von daher, ja, ich denke, dass die 500 Duisburg-Fans das trotzdem zu einem kleinen Heimspiel machen werden und deswegen kommt es uns nun zugute. Vielleicht vom Konzept her, von was die vorhaben, vielleicht, aber jetzt spiele ich hier, ist was ganz anderes, auf der anderen Seite zu stehen. Ja, man erwartet vielleicht einiges, wo man kennt und deswegen kann ich vielleicht ein paar Tipps geben oder irgendwas. Ich weiß, ich kenne einige Spieler da auch, von daher mal abwarten. Wir müssen eigentlich nichts anderes machen, als wie so wie gegen Rostock aufzutreten, mit der Spielweise, mit dieser Aggressivität, was wir an den Tag gelegt haben, das ist das A und O und das ist das Wichtigste. Wir müssen genau mit der Leidenschaft beginnen, wie am letzten Sonntag in Rostock. Vom Kämpferischen genau das wieder abrufen und spielerisch, wenn wir so da auftreten, dann denke ich, dass wir da eine Riesenchance haben. Und ja, wir fahren dahin, um einen Dreier zu holen.